Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video des Dino Klassiker Turniers. Wir kommen jetzt, glaube ich, heute zum vorletzten Video. Alles Gute hat mal ein Ende. Auch das Sinnoh-Klassiker-Turnier. Und wir starten direkt gegen einen mit... Was zur Hölle? Dominik aus Deutschland. Dominik aus... Ach nein, ach komm schon. Ach, gut, okay. Ich nehme... Ganz ehrlich... Ich habe irgendwie gerade Lust... Luxtra und Panferno als Lead zu nehmen. Nehme noch Rex Blizzard mit. Und nehme dann noch Cresselia mit. Falls jetzt nämlich... wie heißt's? Falls jetzt nämlich... Xerox kommen sollte. Gengar und Quaxo. Gengar und Quaxo. Beides Shiny-Pokémon, okay. Gut. Was ich zuerst rausnehme, ist das Quaxo. Da mache ich Stromstoß auf Quaxo. Und dann tausche ich sogar aus zu Rex Blizzard. Damit Quaxo jetzt seinen Vorteil im Niesel verliert. Ja, was natürlich dann sein Stab wäre, seine Verstärkung der Wasserattacken. Ist zwar ein bisschen früh, jetzt Rex Blizzard rauszuholen, aber gerade jetzt im Moment, wo der Niesel aktiv war, relativ notwendig. Quaxo macht Schutzschild. Und Gengar setzt Match Bombe ein und predicted den Wechsel zu Rex Blizzard. Nicht schön finde. Das finde ich gar nicht schön von dir. Das finde ich nicht schön. Das finde ich ganz und gar nicht schön, wie ein Gengar. Nein, 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 nein. Also. Darüber müssen wir nochmal reden. So, dann mache ich nämlich Stromstoß wieder auf Quaxo und mache dann Bizarro-Raum. Ein Bizarro-Raum sollte ich rausbekommen. Sollte möglich sein. Quaxo wird zurückgerufen. Kapalores kommt rein. Stört mich nicht wirklich übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Der Luftballon ist geplatzt, macht mir aber auch nicht wirklich was aus. Und jetzt macht Cresselia noch den Bizarro-Raum. So, jetzt kann ich nämlich hingehen und kann ich Kapalores besiegen oder besiege ich mich dann selbst? Oder sollte ich mich erstmal um das Gengar kümmern? Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Gengar. Gengar! Knirscher auf Gengar und dann mache ich Psychokinese ebenfalls auf Gengar. Und falls der Knirscher reichen sollte, kann ich ja immerhin noch die Psychokinese auf Kapalores machen. Was vielleicht reichen sollte. Vielleicht. Kapalores setzt Mogelhieb ein. Okay. Komm, Luxtra, das schaffst du. Luxtra, ja! Ein Volltreffer! Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, komm, jetzt komm bitte mit Quaxo. Komm bitte mit Quaxo. Komm bitte mit Quaxo. Komm bitte mit Quaxo. Xerox. Shiny Xerox. Shiny Xerox. Okay. Ja, jetzt ist natürlich die Sache... Ich muss jetzt hingehen und Stromstoß gegen Xerox machen. Wobei. Das ist jetzt die Sache.
Wenn ich jetzt Stromstoß mache. Ich mache jetzt die Kombination aus rechter Hand und Stromstoß gegen Xerox. Tut mir echt leid, Luxtra. Und ich habe mir damit jetzt eigentlich sogar ein Eigentor geschossen. Ich habe mir damit ein ganz dickes Eigentor geschossen. Xerox macht Käferbiss. Okay. Weil das Ding ist jetzt, da der Bizarro-Raum noch aktiv ist, bin ich nicht schneller als die beiden. Heißt, eine Hitzewelle kann ich mir eigentlich sparen. An der Stelle wäre Rexblizer wahrscheinlich das beste Pokémon gewesen. Aber Rexblizer ist ja relativ schnell gestorben, weil Gengar ja Matschbombe macht. Tja. Ich mach mal Hitzewelle, auch wenn es nichts bringt. Xerox macht Patronenhieb, okay. Und dann macht Kapaloris jetzt Siedewasser. Und damit dürfte Panferno eigentlich jetzt auch besiegt sein. Ja. Schade, schade, schade. Das habe ich mir selbst eingebrockt. Nein, ich will den Kampf nicht speichern. Aber ich will jetzt zum nächsten Kampf übergehen. 40 Kämpfe habe ich jetzt schon hinter mir. 40 Stück. Puh, ei. Und ich kämpfe als nächstes gegen einen Japaner aus Tochigi. Wenn ich schon wieder Xerox sehe. Wenn ich schon wieder Knackkrack sehe. Und da haben wir jetzt auch... Ich habe jetzt in dem ganzen Turnier alle Rotom-Formen gesehen. Also alle anderen Rotom-Formen. Nicht ein normales Rotom, aber ich habe jetzt alle Rotom-Formen durch. Das ist schon krass. Ich habe Rotom-Bosch. Ich habe die Rotom in der Ofenform. Ich habe... Rotom jetzt in der Gefrierform, Rotom in der Rasenmäherform und Rotom in der Ventilatorform. Ich habe jetzt alle fünf Rotom-Formen gesehen. Das ist mal was Interessantes. Fun Fact nebenbei. Drei auf jeden Fall physische Angreifer. Panferno könnte auch einer sein. Ich gehe dann mal auf Luxtra, Cresselia am Anfang. Knackrack. Ich weiß nicht so recht. Da ist dieses Xerox. Ich nehme mal Zwirrfinst und Panferno mit. Entschuldigung. Ich nehme mal Zwirrfinst und Panferno mit. Auch wenn es vielleicht nicht nachher die beste Wahl war. Aber ich kann Rexblizer nicht bringen. Ich kann Rexblizer einfach nicht bringen. Und da kommen Panferno und Xerox. Ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer Scheiß Ernst? Dann gehe ich jetzt hin und mache Stromstoß und mache Bizarro-Raum mit Cresselia. Mogelhieb. Schwerttanz. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir absolut nicht. Okay. Ich muss jetzt umdenken. Tut mir leid. Ich muss jetzt umdenken. Ich muss jetzt Stromstoß machen. Und rechte Hand auf Luxtra. Luxtra sollte in der Lage sein, einen Patronenhieb und einen Angriff von Panferno auszuhalten. Okay, dann kommt eben kein Panferno. Viel besser. Das ist viel besser. Dann kann ich nämlich jetzt das Xerox komplett aus dem Spiel rausnehmen. Du hast mein Cresselia besiegt. Du meinst, du kannst einfach so mein Cresselia besiegen? Nein, kannst du nicht. So,
Damit wärst du jetzt auch raus, Xerox. Ja, jetzt ist die Frage. Ich nehme Zwirrfinst. Ich nehme Zwirrfinst mit rein. Weil Zwirrfinst immerhin sehr effektiv gegen Gardevoir ist. Und da haben wir wieder Panferno. So. Ich gehe auch hier wieder auf einen Stromstoß gegen Panferno und mache dann Bizarro-Raum mit Zwirrfinst. Auch gut, dann machst du eben Mogelhieb, ist mir egal. Zauberschein. Luxtra ist zurückgeschreckt, jetzt mache ich aber trotzdem Bizarro-Raum. Und jetzt kann ich in Ruhe angreifen. So, und ich gehe jetzt nämlich hin und mache jetzt nochmal den Stromstoß auf Panferno und mache dann Finsterfaust auf Gardevoir. So, dann... Wow, ein Crit! Oh mein Gott! Ein Crit! Und jetzt macht Gardevoir noch Zauberschein. Und dann wird der Luxtra besiegt, ne? Ah, schade. Schade. So, jetzt habe ich aber noch Panferno. Wie gesagt, jetzt kommt Panferno. Was jetzt wahrscheinlich... Ich weiß nicht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich muss darauf hoffen, dass es Knackhack irgendwie schneller ist als ich. Finsterfaust gegen Gardevoir. Gardevoir macht rechte Hand und jetzt macht Knackhack Erdbeben. Hoffentlich ist Knackhack normalerweise schneller als ich. Ah, es trifft beide. Ah, das war... Wie gesagt, ich hätte Rex Blizzard mitnehmen müssen. Ah, das war ärgerlich. Das ist ärgerlich. Scheiße. Entschuldigung. Ah. Ja, ich hätte mir das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher machen können. Indem ich sage Rex Blizzard. Da muss ich jetzt sagen, es war ich schuld. Ja, ich möchte weiterkämpfen, denn wir haben noch einen Kampf vor uns in diesem Video. Und ich bin mal gespannt. Rubis aus Belgien. Let's battle. Region Brüssel, Hauptstadt. Auch schon wieder ein Knackkrack. Ach, komm schon. Weißt du, allein diese ganzen Knackkrack, die machen mich so wahnsinnig einfach. Was mache ich am besten? Ich nehme Luxtra und Knackkrack mal als Anfang. Ich nehme Cresselia und... Raikou? Ah, nee, Raikou. Quatsch. Rex Blizzard. Nehme ich Rex Blizzard noch mit? Ich nehme noch Rex Blizzard mit. Ich nehme noch Rex Blizzard mit und bin mal gespannt, wie ich mich jetzt gegen Rubis denn behaupten kann. Starmie und Raikou kommen rein und als Gegner kommen Luxtra und Panferno. Okay. So, ich würde sagen, ich gehe mal hin und mache einen Stromstoß gegen Staros und mache Hitzewelle gegen beide. Okay. Meine Spezialverteidigung sinkt, das ist egal. Ich gehe jetzt nämlich hin und mache Hitzewelle.
ist das Letzte, was Panferno so machen kann. So, und damit wäre Stami schon mal weg. Was schon mal sehr gut ist. Und ich kann auch nicht auswechseln, wenn das Raikou ja jetzt schon Spukball kann. Eiszahn gegen Knackrack, Kraftreserve Eis gegen Knackrack. Wobei Raikou ja sowieso schneller ist. Und die Kraftreserve schon mal nichts bringt, oh wow. Und dann macht's Wutanfall. Mhm. Okay. Wutanfall, Knackrack. Das Gute ist, Knackrack ist jetzt im Wutanfall drin. Und ich kann in der ersten Runde die Sache mit Bizarro-Raum und Schutzschild machen. Bizarro-Raum und macht dann Schutzschild auf Rexblizar. Klar, Raikou kann Spukball, aber sollte nicht so viel Schaden machen. Es trifft auch noch Cresselia. Autsch! Hör doch auf! Die Ponusbeere hebt die Verwirrung auf. Weißt du, ganz ehrlich, Knackrack, du kannst mich jetzt mal. Du kannst mich jetzt einfach mal. So, Cresselia wird von den Hagelkörnern getroffen. Also das ist jetzt nicht das großartige Problem. So, ich gehe nämlich jetzt hin und mache mit Cresselia die Psychokinese auf Raikou und mache mit Rexblizar den Blizzard. Rexblizar müsste jetzt auch das schnellste Pokémon auf dem Feld sein. Und nimmt schon mal das Knackrack raus. Hat gegen Raikou einen Volltreffer gemacht. Und es ist eingefroren. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Und jetzt kommt noch Cresselias Psychokinese. Damit wäre Raikou auch besiegt. Und damit hätte mein Gegner nur noch ein Pokémon. Nur noch ein Pokémon. Und ein Roserade kommt raus. Ah, das ist sogar ein Shiny. Interesting. Aber ich habe leider keine Gnade mit einem Shiny Roserade. Tut mir so leid. Es tut mir so verdammt leid. Sorry, Roserade. Na. Ja. Und damit habe ich Rubis besiegt. Und ich glaube, war das jetzt der letzte Kampf? Oder war das jetzt erst der zweite? War das jetzt der letzte oder war das jetzt schon der zweite? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ist es der letzte? Wir werden aber das Video jetzt an der Stelle nicht beenden, sondern ich werde mal kurz gucken. Es war der letzte Kampf auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann. Macht's gut, haut rein und ciao.